meinem Kanal. Ich bin Daniel, das ist Playgames Alone. Heute wieder quick und easy und zwar einer meiner Lieblingscharaktere, die Scarlet Witch für Marvel United. Ich freue mich echt drauf, die jetzt im nächsten Spiel auch einzusetzen und zwar gegen Ultron. Das passt ja, war in den Filmen auch so. Ja, und so die Art werde ich auch versuchen, sie zu bemalen. Den Rot-Brauntönen und den Rosatönen. Ja, angefangen habe ich einfach weiß grundiert mit dem Games Workshop Spray. Hat jetzt auch kein anderes, aber denk mal, das ist ganz okay. Wir fangen einfach ganz an, indem wir einfach hier mit Mechanicum... mein Gott, was ist denn hier los? Dieser blöde Autofokus. Irgendwie funktioniert nicht. Mechanicum Standard Grey. Einfach erstmal großzügig die Base machen. So. Hier um den Kanaldeckel rum. So, zack, 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 zack. So. Dann hier auf der Mauer, wo sie drauf sitzt. Wenn wir da jetzt ein bisschen was übermalen, das ist jetzt nicht schlimm. Das sind die ersten Farben. Das ist jetzt nicht weiter schlimm. So. Erstmal das. Dann werden wir mit Mechanicum Grey noch ihre Hose. Die werden wir dann noch malen, wie sie hier auch drauf hat. Die werden wir einfach auch in Grau machen. So. Jetzt schon ein bisschen gescheiter machen. Da muss ich jetzt sagen, in der Figur werde ich wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr Liebe mit reinstecken, weil es einer meiner Lieblingscharaktere ist und ich sie mit Sicherheit sehr oft spielen werde. Von daher, da bin ich drüber gekommen, nicht schlimm. Von daher kann man das ruhig da mal machen. So, ich muss mal gleich noch mal gucken mit dem Autofokus, das gefällt mir noch nicht so, aber gut. So, genau, das war jetzt soweit das. Dann können wir jetzt als nächstes mal uns um die Haare kümmern. Da werde ich erstmal das Dunkle ansetzen, Doombolt Brown. Die werden erstmal ein bisschen dunkler und dann schauen wir mal, wie das aussieht und die ein bisschen heller machen. Aber ich denke mal, die Farbe ist schon fast gut. Ja, das machen wir jetzt mal. So, die Haare sind auch fast so gut wie fertig. Sehe ich gerade, da ist noch ein Punkt drin, den können wir gleich noch machen. Aber was ich noch mal vergessen habe, ist hier an der Brust, dass das hier, das wird auch noch an der Brust, sage ich mal, ach Gott, ich will den Brust, ne? Das sieht man jetzt hier so schlecht, aber quasi hier die Umrandung und das dazwischen, das machen wir auch noch mal eben in Mechanicum. So, das hatte ich ganz vergessen. So,
Das andere sieht man fast gar nicht, ne? Ach, das sieht man fast gar nicht. So. Das hier. Das ist gut. Jetzt müssen wir eben noch mal das Braun was auseinanderdrieseln hier. Das sieht man echt nur auf der Kamera. So ist mir das gar nicht aufgefallen. So, einfach noch mal. Hier hinter den Fingern. Ja, da sind wir ein bisschen dran gekommen. Sonst, das sind die Finger. Ja, das sieht auch schon mal gut aus. Ja, sehr gut, den Schritt auch wieder geschafft. Als nächstes, das trocknet noch, werden wir gleich mal hier den Gullideckel bemalen. Und zwar macht da der Anfang Balthasar Gold. Die wird auch schön, ein bisschen farbenfroh. Hier sind ja noch, seht ihr hier die Striche. Die werden nachher so gelblich, werde ich die machen. Wie bei meinem Hulkbuster. Jo. Genau. Das machen wir jetzt mal schön. Und vielleicht lasse ich hier noch ein bisschen trocknen. Und dann sehen wir uns wieder zum nächsten Schritt. Ja, schon ein bisschen mehr getrocknet. Sehr gut. Sieht immer noch, wenn die ersten Farben drauf sind, immer beschissen aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir machen weiter. Und zwar, den Umhang wird jetzt erstmal Corn Red. Ich bin gespannt, wie das gleich aussieht. Ey. Das Rot mit dem Rosa, naja. Aber man will ja immer mal was Neues probieren. So, ganz einfach hier drüber. Da werden wir vielleicht zweimal benutzen, vielleicht mal schauen. Erstmal einmal hier komplett den Umhang. Oh, ich dachte erst Cone Red, aber doch, das passt, wenn ich mir die Filme angesehen habe nochmal, die letzten. Da sieht das doch echt fast so aus. Ja, das machen wir mal. Der Mantel ist jetzt auch trocken. Na komm. So, die paar Stellen habe ich noch mal weiß gelassen, weil da gleich eh eine andere Farbe drauf kommt. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um die Haut. Und da fangen wir wie üblich an, Bookman's Glow. Das ist so die Standardhautfarbe bei mir immer. Damit fangen wir hier auch an. Schön nah am Rand dran. So. Dann natürlich hier die Hände und das Dekolleté. Die Haut ist am Trocknen. Ich habe die Augen so ein bisschen weiß gelassen. Und natürlich ja, den Mund so ein bisschen, damit ich das nachher nicht mehr machen brauche. Jetzt, solange das noch trocknet, kümmern wir uns hier um die weißen Striche, die später gelb werden. Und die machen wir einfach mit Olsen Grey. Kommt erstmal die erste Schicht drüber. Und zwar einfach nur so. Und hier natürlich auch nochmal. Jo, das machen wir jetzt. Da werden wir wahrscheinlich ein, zwei Schichten drüber machen. Und dann geht es schon wieder weiter. Ja, da ist leider ein Clip, eine Farbe nicht ganz drauf gewesen. Und zwar habe ich das Screamer Pink hier verwendet, um die Stellen, die ich ja eben weiß gelassen hatte, halt... Oh mein Gott. Ne? Wie hier das Diadem, hier die... an den Manteln, das ein bisschen und hier die Ärmel habe ich ein bisschen dann pink gemacht. Ja, das brauche ich euch nicht zu zeigen, das seht ihr jetzt auf die Figur. Jetzt noch mit dem Corn Red, jetzt sieht man es noch nicht so richtig, aber später mehr. Ja, das Rosa ist jetzt
auch so weit raus aufgemalt, beziehungsweise das Pink. Jetzt werden wir noch mal über die Figuren gehen und gucken, ob wir da, ob wir irgendwo was abgeben. So richtig, ah, da zum Beispiel. Und noch mal ein paar, deine eine Krone an der Hand, noch mal ein paar Fehler austauschen. Beziehungsweise aufbessern. Ja, die ganzen Fehler sind jetzt soweit ausgebessert und muss ich sagen, ja, nimmt langsam Formen an. Sehr schön. Jetzt haben wir die ganze Figur mit Agrax Earthshade diesmal ein bisschen tuschen, weil da jetzt viele so Rotfarben drin sind und Brauntöne. Da werde ich es diesmal hiermit versuchen. Einfach fett von oben bis unten die Gute damit einpinseln. Schön auch in den Vertiefungen rein. So. Das ist dann für später alles ganz schön. Ups. Sorry. Jo. Genau. Richtig schön dick. Runter. Natürlich auch hier die Base komplett. Ganz wichtig, vor allem der Gulli. So. Hier auch zwischen den Haaren hier überall. So. Ja, dann haben wir soweit alles, ne? Und jetzt kommt immer das Nervigste. Trocknen lassen. Ja. Obwohl, hier das in den Augen, das können wir nochmal so ein bisschen wegmachen. Ja, genau. Genau so, dass die weißen Augen und der Mund hier. Dann können wir wegwischen. Genau. Ja, lassen Sie mal trocknen. Nachdem jetzt alles getrocknet ist, ja, komm. So, können wir jetzt uns ein bisschen, fangen wir mit der Base an. Nehmen wir hier das den Gullideckel. Mal ein bisschen kurz trockenbürsten. Dazu nehmen wir das Skirock Bronze. Einfach mal hoch, gut schütteln. Einfach mal gut schütteln. So. Kurz da rein. Gut abwischen. Und dann einfach hier so schön drüber. Da kann man natürlich auch hier ein bisschen hier am Rand. So. Zack. Genau. So, das haben wir. Dann werden wir hier noch mal gleich das Weiß ein bisschen aufhellen, beziehungsweise das mit Ulsan Grey. Einfach nur noch mal hier ein bisschen drüber. So, noch mal kurz ein bisschen aufhellen. So. Vielleicht noch mal gleich eine zweite Schicht drüber, müssen wir mal gucken. So. Weil das wird ja nachher, das wird ja gelb. Genau. Wie gesagt, jetzt noch mal, dass er schön
gleichmäßig ist, einfach nochmal drüber. Was man natürlich auch nochmal machen kann, sind die Augen hier ein bisschen nachzugehen. So. Weil jetzt kann man gleich noch und hier die Zähne noch ein bisschen kurz drüber. Genau. Ja, das haben wir auch. Stellen wir noch mal beiseite. Dann nehmen wir das Mechanicum Grey und gucken uns mal hier so ein bisschen die Base an. Erstmal hier unten so ein bisschen nachgehen. Über die Steine hier so zack, zack, zack. Steine werden gleich auch noch ein bisschen aufgehellt. So, hier der Innenraum. Dann natürlich hier der Stein. Ah, wie gesagt, so. So. Genau, den Rand, den machen wir nachher nochmal zum Schluss. Kann man das auch. Jetzt können wir natürlich, ich würde sagen, fangen wir mal mit den Haaren ein bisschen an. Dazu nehmen wir noch mal, probiere ich mal mit Doombolt Brown. Einfach nur die Striche hier so nachziehen. Ich denke mal, ja, die Haarfarbe gefällt mir schon. Einfach hier drüber. Über die Vertiefung hier sozusagen, die Vertiefung da durchscheinen lassen. Genau. Ja, das machen wir jetzt mal weiter für die komplette Frisur. Die Haare sind jetzt in dem Braun. Das lasse ich erstmal so, weil jetzt möchte ich erstmal das Gesicht und den Rest der Figur malen. Mal gucken, wie dann die Haare wirken. Ansonsten können wir sie immer noch ein bisschen aufhellen. Dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt hier unten mal das Gelb. Dazu nehme ich das Imperial Fist, die Contrast. Auch noch gut schütteln. Wie jedes Mal bei jeder Farbe. So. Und dann gehen wir hier schön gleichmäßig drüber. Wenn wir da jetzt irgendwo dran kommen, können wir noch mal mit Mechanicum Standard Grey können wir das noch mal ausbessern. So und so. Ja, sieht doch gut aus. Na, hier unten in der Ecke können wir noch ein bisschen näher ran, so hier noch mal. Jo. Das zu dem Gelb und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal das Rot an oder das Gesicht. Ich glaube, wir machen erstmal das Gesicht. Die Hautfarbe Cadian Flesh Tone ist unser Qual der Wahl. Ein bisschen was Wasser rein in der Farbe, damit sie ein bisschen verdünnter ist. So, und schauen wir mal. Dann schön hier rum. Wahrscheinlich in zweimal
schön um die Augen, hier oben rum, die Nase. Genau. Ja, das machen wir jetzt mal. Hautfarbe drauf. Ist das nicht eine Schönheit, ne? Genau. Ja, das haben wir jetzt. Und jetzt werden wir uns einfach mal um das Rosa kümmern. Mal gucken, wie das dann wirkt. Nehmen wir natürlich das Pink Horror. Bin echt gespannt, wie das aussieht. Und je nachdem, wie das aussieht, so bearbeiten wir dann den Rest der Jacke. So. Dann haben wir hier natürlich hier das Diadem, die Stiefel, die Jacke runter und noch so ein paar Sachen. Schauen wir mal. Das ist jetzt filigrane Arbeit, das machen wir mal ohne Kamera. Das Pink ist jetzt auch fertig. Na komm. Und ich muss sagen, doch, das gefällt mir. Wenn jetzt gleich noch die Jacke richtig schön rot ist, nicht knallrot, sondern hier und das Grau noch. Doch, gefällt mir ganz gut, die Kleine. Ich glaube, die Haare werde ich trotzdem noch ein bisschen heller machen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal mit Corn Red die Jacke noch ein bisschen schöner zu machen. Gut schütteln. So. Und dann versuchen hier dran, nirgendwo mehr groß dran zu kommen. Was wir schon gemalt haben, kann man ein bisschen in die Vertiefung lassen, so wie hier. Und dann versuchen hier schön am Rand zu malen. So. Ja. So. Das machen wir jetzt mal. Weil jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt. So, und dann bin ich gespannt. Rot ist auch erledigt. Und ich muss sagen, gefällt mir echt gut schon mal bisher. Ich weiß noch nicht, ob ich ihr Lippenstift drauf machen soll. Ich glaube es nicht. Augen werde ich diesmal versuchen. Jo. Dann würde ich sagen, das Grau noch hier von der Hose und von dem Oberteil. Da gehen wir noch mal ein bisschen drüber. Das machen wir noch mal ein bisschen schicker hier. So, einfach hier noch mal. Genau. So. Tief rein muss man nicht, sieht man dann eh nicht. Genau, gerät schon mal eins. Passabel aus, die Kleine. Da freue ich mich gleich echt drauf, wenn ich gleich das Spiel drehe, das nächste. Ja, echt cool. So, jetzt hier versuchen wir jetzt natürlich hier so ein bisschen. Ja, würde sagen, sieht gut aus. Dann kommt jetzt der Versuch mit den Augen. Wenn das jetzt nicht so klappt, kann man es natürlich nochmal neu malen mit Weiß und. Aber wir hoffen mal einen kleinen Punkt. Wir hoffen mal, so Hände was drauflegen. Oh ja. Ja, doch. Okay, das sieht ein bisschen wie so ein Zombie-Auge aus.
Der Strich ein bisschen dick, wie so ein Strich, aber gut. Aber ja, was wir jetzt auch noch machen, auf jeden Fall machen, sind die Augenbrauen. Dazu nehmen wir noch mal hier das Doombolt. So, auch ganz klein, gehen hier noch mal über die Augenbrauen so ein bisschen drüber. Kriegst einen richtig bösen Blick irgendwie, oder? Ja. Was haben wir noch mal gemacht jetzt hier? So. Ne, Lippenstift kriegt sie nicht. Ach, ist okay so, ne? So genau sieht man die Augen. Ja, vielleicht mache ich doch noch ein bisschen weiß. Vielleicht mache ich es doch noch mal. Ich versuche es. Ein bisschen zu reparieren. Das. Versuche mal ein bisschen zu reparieren. Ja, ist okay, so lassen wir's. Das haben wir auch wunderbar. Jetzt natürlich nur die Frage mit den Haaren. Sollen wir da noch mal mit so einem helleren Braun drüber gehen? Ich glaube ja, ne? Dann gehen wir da noch mal mit Morphang Brown drüber. Aber halt auch nur so grob. Nur mal hier so ein bisschen grob. Ein paar Strähnchen. So. Nur so ein bisschen grob. Ja, das andere wäre zu hell, das jawohl. Vielleicht noch mal mit einem ganz dünnen, was haben wir denn hier, wie hieß das, Skark Brown, vielleicht noch mal so ein paar Strähnchen Trockenbürsten gleich. Ja, das kann man auch machen. Tun wir halt ein bisschen auf den Pinsel drauf, ein bisschen ab hier. Und dann noch mal hier. Es kann jetzt sein, dass es doch was zu viel war. Es kann sein, dass das jetzt was zu viel war. Obwohl. Ja, doch, sieht gut aus. Ja, ich glaube, dann sind wir auch soweit durch. Noch ein bisschen die Base jetzt hier. Stellen wir auch wieder weg. Dann machen wir jetzt hier die Steine. Gehen wir noch ein bisschen mit Administratum Grey drüber. Ja. Ein bisschen was hier über dem Grill.
kleiner. Zack, zack. Jo, das. Und dann hat man hier vorne ja noch so eine silberne Schraube. Dann machen wir die auch noch vollständigkeitshalber. Dann nehmen wir das Stormhorst Silber. So. Einfach hier die zwei Schrauben. Jo. Und dann nur noch die Base. Und dann ist die Butter auch fertig. Die gefällt mir. Gefällt mir gut. Dann kann jetzt das Spiel hier unten losgehen. So, nur noch die Base jetzt hier ein bisschen verschönern. So. Natürlich hier gucken, dass man keine Fingerfarbe in der Hand hat und die Figur versaut. Ja. Und das ist Wonder Scarlet Witch. Doch, will ich sagen, gefällt mir sehr gut. Lippenstift, wie gesagt, mache ich keinen drauf. Ich glaube, da werde ich es mit. Hat das eine Auge, hätte auch noch ein bisschen besser, aber gut. Vielleicht hätte man ja auch so gelb schimmern machen können. Ja, gut. Aber das ist die kleine und ich finde ziemlich gut am Original. Gefällt mir. Mit dem Mantel und die Form gefällt mir besser als die von Crisis Protocol in ihrem Comic-Anzug. Freue ich mich gleich drauf, die einzusetzen. Jo, dann zeige ich euch gleich noch ein paar Bilder im Anschluss und sage mal vielen Dank fürs Zuschauen. Kommentiert gerne, liked gerne, natürlich auch super gerne ein Abo und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, Avengers sammeln.